So Leute, heute soll es hier mal um etwas sehr, sehr Interessantes gehen. Wenn ihr noch wach seid, dann lasst gerne ein Like da und auch ein Abo da, falls ihr neu da seid. Würde mich sehr, sehr freuen. Gucken wir mal ganz kurz in den Shop, ob sich hier irgendwas geändert hat. Okay, hier hat sich soweit so gut nichts geändert. Sonderangebote sind noch da. 6 Stunden haben wir noch Zeit, bis der Shop kommt. Schattenlegendenpaket verschwindet am 20.07. Ihr habt noch 13 Tage Zeit, euch das zu kaufen. Okay. Kommen wir mal zu der interessanten Neuigkeit, was jetzt herausgefunden worden ist. Und zwar schauen wir mal wie gewohnt auf Twitter. Und zwar hat der Finn Fortnite Leaks und News hier was herausgefunden, dass anscheinend im polnischen Store es ein neues 200 V-Bucks Paket gibt. Ihr kennt es ja, hier wenn man in den Shop geht, kann man nur für 10 Euro, 25 Euro, 40 Euro, 100 Euro V-Bucks aufladen. Ich habe ja schon mal vor etwas längerem gesagt, es wäre cool, wenn man sich V-Bucks für 1 Euro aufladen könnte, für 100 V-Bucks, für 2 Euro, für 3 Euro, 4 Euro, 5, 6, 7, 8, 9. Also so viele, wie man halt nötig hat und nicht immer irgendwie extra 10 Euro ausgeben muss, 25 Euro ausgeben muss, weil ich finde das echt unnötig. Und jetzt hat Epic Games anscheinend drauf gehört und hat jetzt hier im polnischen Store was reingehauen. Für 200 V-Bucks zahlt man hier anscheinend 8 CL, kein Plan, was es sein soll. Wahrscheinlich dann auch 2 Euro. Wenn das Ganze dann weltweit und auch in Deutschland verfügbar sein wird. Wenn ihr irgendwie gerade in Polen seid oder so und die Playsy dabei hat, dann schaut euch mal das Ganze im Store an. Müsste dann auch bei euch verfügbar sein, natürlich nur im polnischen Store. Das wird dann wahrscheinlich, keine Ahnung, im nächsten Update dann vielleicht weltweit verfügbar sein. Keine Ahnung, ist jetzt aber auf jeden Fall nur im polnischen Store verfügbar. Ich hoffe, dass das so schnell wie möglich reinkommt, denn es ist ein cooles Feature. Wenn man jetzt zum Beispiel nur 400 V-Bucks hat und irgendwie Lust auf die Spitzhacke hat, dann müsste man sich ja theoretisch ein 10er-Pack holen, was mega unnötig ist. Und wenn dann dieses Feature reinkommt für 1 Euro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann kann man theoretisch sagen, ja okay, komm, ich lade mir für 4 Euro auf und bekomme 400 V-Bucks und kann mir dann ganz entspannt die Spitzhacke kaufen, weil es ist einfach perfekt, wenn es so wäre. Oder wenn man halt auch für 50 Cent was kaufen könnte, bekommt man halt dann nur halt 50 V-Bucks aufgeladen. Wäre halt auch cool, wenn halt nur wirklich diese 50 V-Bucks fehlen. Ich hoffe, dass das Epic Games dann noch weiter ausbaut mit 100, 200, 300, 400, 500. Ihr wisst schon, was ich meine. Genau, wie findet ihr das? Freut ihr euch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Infovideo.